Immer noch 45,50, kommt doch was. Heute an der Frankfurter Devisenbörse. Der amerikanische Dollar erreicht seinen höchsten Stand seit 10,5 Jahren. 2,8447 D-Mark. Willkommen beim Heute-Journal. Guten Abend. Keine Angst, wir zählen jetzt nicht auf, wie gut das für den deutschen Export ist und wie schlecht für die Heizölpreise. Wir wollen nicht über die steigenden amerikanischen Zinsen und nicht über die bösen Folgen für uns und für die Länder der dritten Welt reden. Wir wollen zeigen, wer persönlich etwas vom steigenden Dollar hat. Und das sind zum Beispiel amerikanische Touristen und die, die an ihnen verdienen. Ein amerikanischer Zeitungsartikel beginnt heute mit dem Satz: Vergessen Sie die Hitze, die Eisverkäufer und den Sonnenölverbrauch. Was das für ein Sommer ist, merkt man erst richtig an den Passämtern des amerikanischen Außenministeriums. 8,3 Millionen Amerikaner werden sich in diesem Sommer auf den Weg ins Ausland machen. Und ungefähr 2/3 von ihnen haben als Reiseziele England, Frankreich, Italien und die Bundesrepublik. Und viele sind schon da. Trotz 37 Grad Außentemperatur schmilzt in Rothenburg ob der Tauber der Schnee nicht. Nur der Kurs der D-Mark schwindet, der Dollar steigt. Im ewigen Weihnachtsmarkt der mittelalterlichen Reichsstadt sitzt deshalb jetzt beim Einkauf der Dollar sehr locker. Eineinhalb Millionen Tagestouristen fallen jährlich in das Städtchen mit seinen 12.000 Einwohnern ein. Unter den Ausländern, die Rothenburg besuchen, stellen mit weitem Abstand vor Japanern und Niederländern die Amerikaner die größte Gruppe. Und die US-Bürger sind dabei, ihren bisherigen Nachkriegsbesucherrekord zu brechen. Zwei Ursachen liegen dem zugrunde. Rothenburg ob der Tauber ist für Amerikaner auf Europatrip Zwischenstation auf dem Weg nach Oberammergau. Und der günstige Wechselkurs lockt auch viele andere an. In Rothenburg ob der Tauber sind wir natürlich direkt am Kurs des Dollars. Wir spüren das von heute auf morgen. Das liegt einmal daran, dass wir in der Umgebung von Rothenburg viele amerikanische Kasernen haben. Die amerikanischen Soldaten natürlich ihren Sold in Dollar bekommen. Und wenn der Kurs morgen besser ist, dann kommt er natürlich mit mehr Geld nach Rothenburg und kann hier dann entsprechend natürlich auch mehr ausgeben. Auf der anderen Seite spüren wir das in einer Versetzung von 3 bis 4 Wochen. Wenn der Amerikaner aus Übersee direkt mit Gruppen oder als Einzelreisende hierher kommt, es lässt sich halt dann das Deutschlandprogramm in Amerika besser verkaufen. Und der Amerikaner, der dann in der Gruppe oder allein hierher kommt, ist natürlich dann auch in dem Geld ausgeben viel ausgabefreudiger. Deutsche Romantik verkauft sich eben gut. Wenn da noch gezielt und sehr geschickt mit der deutschen Weihnacht das Gemüt angesprochen wird, und hier ja für Ausländer das ganze Jahr über, ist der Anreiz für den Souvenireinkauf doppelt groß. Davon sind besonders die Amerikaner hingerissen. Die Touristen lassen in Rothenburg jährlich 60 Millionen Mark liegen. Dass die Kasse klingelt, bestätigt der Einzelhandel. Seit jetzt der Dollar angestiegen ist, kann man schon also einen gewaltigen Umsatzanstieg bemerken. Was des einen Freude ist, des anderen Leid. Wir als Einzelhändler in einer so schönen Stadt wie Rothenburg sind mit dem Dollaranstieg natürlich zufrieden und ich hoffe die Amerikaner auch. Wenn der Dollar steigt, hat Rothenburg als touristische Devisenhochburg Konjunktur. Über Geschmack lässt sich streiten, gerade bei Souvenirs. Tatsache ist, in einem industrieschwachen Gebiet wie dem Raum Franken hängen an der Souvenirbranche viele Arbeitsplätze. Hier in Rothenburg hofft man auf den weiteren Aufschwung des Dollars. Und jetzt der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Wien. Die Organisation erdölexportierender Länder, OPEC, will den Ölpreis und die Gesamtfördermenge nicht verändern. Darauf hat sich die Ministerkonferenz der 13 Mitgliedstaaten geeinigt. Die OPEC begründet ihre Entscheidung vor allem mit dem gegenwärtigen Überangebot an Rohöl auf den Weltmärkten, das durch die Anlieferung anderer Staaten entstanden sei. Bonn. Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann will sich bei der EG-Kommission in Brüssel für eine europäische Grundlage bei der Einführung abgasarmer Autos ab 1986 einsetzen.
Die Kommission will umweltfreundliche Autos erst ab 1995 vorschreiben. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt ist nach Ansicht Bangemanns relativ gut. Allerdings gäbe es einen Rückstand gegenüber den Konkurrenten aus den USA und Japan im Bereich der Mikroelektronik und der Informationstechnik. Der könne jedoch aufgeholt werden. München. Mit zusätzlichen Anstößen für die Konjunktur in der Bundesrepublik rechnet der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages Otto Wolf von Amerongen in der zweiten Jahreshälfte. Die Folgen der jüngsten Arbeitskämpfe seien zwar noch nicht ausgestanden, doch sollte es der deutschen Wirtschaft gelingen, Anschluss an die Weltkonjunktur zu halten. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin erwartet, dass die streikbedingten Ausfälle im zweiten Halbjahr 84 zu zwei Dritteln wieder aufgeholt werden können. Auf dem Arbeitsmarkt wird es nach Auffassung dieses Instituts allerdings in diesem Jahr keine tiefgreifende Besserung geben. Bonn. Die Haftpflichtversicherung für Autos wird teurer, und zwar ab 1985. Der Verband der Autoversicherer, HUK, begründete dies mit dem höheren Aufwand für Schadensregulierung. Die Beitragshöhe wird zurzeit neu kalkuliert. Die Rückvergütungen an die Kunden werden in diesem Jahr nur rund 500 Millionen betragen. Vergangenes Jahr waren es noch 653 Millionen. Aachen, Bonn. Freie Fahrt wird es auch an der deutsch-belgischen Grenze heißen. Vom 16. Juli an sollen Reisende nur noch in Ausnahmefällen eingehend überprüft werden. Das erklärte der Grenzschutz in Aachen. Die deutsch-französische Grenzkommission hat jetzt eine Vereinbarung über den Abbau der Grenzkontrollen vorgelegt. Sie soll in den nächsten Tagen unterzeichnet werden und möglichst bis Montag in Kraft treten. Washington. Die Weltbank erwartet einen explosionsartigen Anstieg der Weltbevölkerung. Während 1950 noch 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde lebten, sind es heute bereits 4,8 Milliarden. Für das Jahr 2050 wird die Bevölkerungszahl auf 10 Milliarden geschätzt. Die Weltbank will in den kommenden Jahren mehr Kredite für Familienplanung und Geburtenkontrolle in der dritten Welt bereitstellen. Rom, Vatikanstadt. Papst Johannes Paul II. Hat an die katholische Lehre über Empfängnisverhütung erinnert. Die Enzyklika Humanae Vitae, in der jede Art von künstlicher Empfängnisverhütung verboten wird, sei nach wie vor gültig. Während seiner wöchentlichen Generalaudienz betonte der Papst, dass jeder eheliche Akt für Weitergabe von Leben offen sein muss. Frankfurt. Die Gesellschaft für Familienberatung Pro Familia erwägt nach Worten ihrer Vorsitzenden Melita Walter eine Verleumdungsklage gegen Familienminister Heiner Geißler. Frau Walter sprach von einem Rundumschlag des Ministers gegen Pro Familia. Insbesondere wende sie sich gegen die Behauptung des Ministers, in den Beratungsstellen erhielten schwangere Frauen, die ihr Kind nicht bekommen wollen, keine soziale Beratung. Unterdessen bekräftigte Geißler seine Kritik. Pro Familia habe durch die Art und Weise ihrer Beratungstätigkeit die Grundlagen für ihre gesetzliche Anerkennung in Frage gestellt. Soweit der Nachrichtenüberblick. Nicht nur was naturwissenschaftlich machbar ist, kann in Teufels Küche führen. Auch was medizinisch längst gemacht wird, wirft Probleme auf, die bisher weder moralisch noch rechtlich ausgelotet sind. In Frankreich klagt jetzt eine junge Frau gegen das Zentrum für die Untersuchung und Konservierung von Spermen. Warum? Ein Mann musste sich 1981 einer Krebsbehandlung unterziehen. Er wusste, dass die Therapie ihn steril machen würde. Deshalb deponierte er Spermen in der Samenbank. Letzten Dezember heiratete er. Zwei Tage nach der Hochzeit war er tot. Seine Witwe, die 23-jährige Corinne Parapalais, will jetzt den Samen haben, weil sie sich ein Kind ihres Mannes wünscht. Das Kind eines Toten. Sie wollte nie im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, zu einem Präzedenzfall der französischen Justiz werden. Corinne Parapalais ist dazu viel zu schüchtern, doch für ihr innigstes Verlangen nach einem Kind von ihrem verstorbenen Mann will sie mit allen juristischen Mitteln kämpfen. Eltern und Schwiegereltern unterstützen sie in ihrer Absicht, Mutter zu werden, mit Hilfe der Spermen, die vor dem Tod ihres Mannes in einer Samenbank eingefroren wurden. Die Richter müssen nun entscheiden, ob der Witwe dieser Wunsch durch die Ärzte der Samenbank verwehrt werden kann.
Bedrängt von den Journalisten am Rande des Prozesses vermag die 23-jährige Corinne kaum ein Wort zu sagen. Ihre Anwälte sprechen für sie. Hier gehe es um ein Wunschkind, das die Chance einmal habe, dies von seiner Mutter zu erfahren. Sie werde ihrem Kind alles über seinen Vater erzählen, meint Corinne. Eine Liebesgeschichte, fügt der Anwalt hinzu. Sie hat also nur einen Wunsch, ein Kind von ihrem verstorbenen Mann. Die Kühlkammer der Samenbank von Secos bei Paris, eine von 17, die vor 11 Jahren in Frankreich gegründet wurden, mit dem Ziel, Ehepaaren dennoch zu Kindern zu verhelfen, bei denen der Mann steril ist oder Gefahr läuft, steril zu werden. In diesen Behältern werden Tausende von Spermien aufbewahrt, auch jene von Corinnes verstorbenen Mann. Die Spermien sind nach äußeren Merkmalen der Spender geordnet. Nach einem Geheimcode des Instituts werden gewünschte Haar-, Augen-, gar Hautfarbe aus dem Bündel von Halmen gezogen. Bereits 10.000 Frauen sind in Frankreich auf diese Weise Mutter geworden, ohne dass es rechtliche Probleme gab. In dem Wunsch Corinnes nach einem Kind von ihrem verstorbenen Mann sehen die französischen Ärzte aber eher ein ethisches als ein rechtliches Problem.